Die Ortsnamen sind in Südtirol seit Jahrzehnten ein heißes Eisen. Mit einer landesweiten Plakataktion des Schützenbundes soll die Debatte um die Ortsnamen wieder aufflammen. Denn die deutschen und ladinischen Namen seien noch immer nicht amtlich, sie werden bisher nur geduldet. Der Südtiroler Schützenbund möchte damit endlich eine politische Lösung anregen. Der Streit um eine korrekte Toponomastik gleicht dem babylonischen Sprachgewirr. Im Pariser Vertrag ist die Gleichstellung der drei Landessprachen bei der Ortsnamenregelung verankert. Diese wird auch angewandt, so zumindest nehmen es die meisten wahr. Doch die Schützen begnügen sich damit nicht. Die deutschen, ladinischen, historisch gewachsenen Ortsnamen stehen zwar an erster Stelle, aber amtlich sind sie überhaupt nicht gültig. Das heißt, die existieren amtlich überhaupt nicht. Und in Wahrheit existieren nur die erfundenen, gefälschten, faschistischen Ortsnamen und, wie gesagt, die verfälschen die Identität unseres Landes. Und sie sind auch nur zu diesem Zweck erfunden worden, um die Identität Südtirols zu verfälschen. Seit Jahren ist die Ortsnamengebung die heiße Kartoffel in der landespolitischen Küche. Unzählige Vorstöße und Versuche zwischen Hohm und Bozen sind im Sand verlaufen. Wir haben dann auf gesamtstaatlicher Ebene ein nach wie vor in Geltung befindliches Ministerialdekret von 1940, das eine Liste von knapp nicht ganz 17.000, wenn es mich nicht täuscht, italienischen Ortsnamen feststellt. Das ist sozusagen das Pontuario von Ettore Tolomei. Und nachdem wir zwar ein Landesgesetz hatten, das aber wieder aufgehoben worden ist, haben wir nach wie vor keine landesgesetzliche Regelung, was die deutschen Ortsnamen anbelangt. Die Schützen erhalten also Schützenhilfe von der Wissenschaft und liegen mit ihren Forderungen gar nicht so falsch. Daher muss die Lösung eine politische sein. Die Regierung hat in der vergangenen Legislaturperiode einen Vorschlag gemacht, eine Durchführungsbestimmung, die eigentlich kurz vor Genehmigung stand. Sie ist dann leider versenkt worden im letzten Moment. Das wäre aus unserer Sicht eine gute Lösung gewesen, alle deutschen Namen, ursprünglichen, also kulturell verankerten Namen, werden amtlich geworden, genauso die ladinischen und auch die historischen italienischen Namen. Die italienische Rechte im Land hat nie besonderes Interesse an einer juridischen Lösung der Ortsnamensfrage gezeigt. Seit 30 Jahren hören wir immer wieder dasselbe Lamento. Ich fordere die Schützen auf, endlich ihre Haltung zu ändern. Sie führt nur erneut zu ethnischen Spannungen in Vorwahlzeiten, die uns nicht weiterbringen. Zurzeit steht die Toponomastikfrage nicht auf der Agenda der Landesregierung. Es wird also auch künftig Aktionen der Schützen geben.